Eigentlich war es ein Zufall. Die Nachbarn hatten ein Klavier übrig und brachten es zu den Eltern von Christian Elsässer. Er war gerade mal 8 Jahre alt und wusste schon, er will Jazz spielen. Mein Vater hatte eine große Jazzplattensammlung, Vinylplatten. Und ich habe dann so eine Platte von Jerry Lee Lewis, Boogie-Woogie-Musik, gefunden und habe das gehört und wusste, dass ich so eine Art von Musik spielen will. Und ich habe eigentlich selten meine Hausaufgaben, die mir mein Lehrer aufgegeben hat, erledigt, sondern ich habe einfach von Anfang an immer gern am Klavier einfach rumprobiert und improvisiert und gespielt. One, two, three, four. Heute ist er 30, gefeierter Jazzpianist und Komponist. Flying in Circles heißt sein neues Werk, das er der NDR Big Band auf den Leib geschrieben hat. Ich vergleiche ganz gern die Komposition mit spontaner Improvisation. Komposition ist eigentlich nur eine Verlangsamung der Improvisation. Ich habe bei der Komposition die Möglichkeit, einfach alles nochmal durchzustreichen oder die Dinge ein bisschen anders zu kombinieren. Aber wie geht das eigentlich mit dem Improvisieren im Jazz? Christian Elsässer erklärt uns, dass schon ein kleiner Akkord sehr viel kreativen Spielraum bietet. So einen D-Moll 7, den, wenn man den wörtlich spielt, könnte der so ausschauen. Ich kann den D-Moll 7 so spielen. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Und dann habe ich natürlich noch rhythmische Möglichkeiten, wie ich das variieren kann, dass ich sage. Das sind einfach so eine ganze Menge Noten, die nicht auf dem Papier stehen und in einfach einen Rahmen, in dem ich mich frei bewegen kann. Technische Perfektion ist die eine Sache. Aber Elsässer geht es auch um Tiefe in der Musik. Für seinen verstorbenen Vater, einen Hobbypiloten, hat er eine Suite geschrieben, in der er das Gefühl des Fliegens verarbeitet. Der Pianist Elsässer tritt dabei gern mal in den Hintergrund. Wenn man den Ausdruck Big Band hört, denkt man eigentlich immer so an diesen powermäßigen Sound. So aus der Swingmusik, so dieses Big Band-Klischee. Aber was man oft vergisst, dass eine Big Band einfach auch ganz, ganz vielfältige Klangfarben bietet und ganz, ganz feine Strukturen und ja, sehr facettenreich einfach ist. Als Musiker will Christian Elsässer wie ein guter Autor sein, der eine Geschichte erzählt. Es lohnt sich, ihm zuzuhören.